Na, ihr Lieben dort draußen, alles gut bei euch? Der NRW über 18 wieder hier mit der nächsten Folge von dem wunderschönen Monkey Island Teil. Und ja, ich habe jetzt schon viel gelesen, dass man sich tatsächlich beeilen sollte, bevor, ja, sagen wir mal, bestimmte Publisher auf die Idee kommen, das zu verbieten und es dann nicht mehr zum Download gibt. Und ja, also wenn ihr das euch auch holen wollt, empfehle ich euch nur, schnell zu sein. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen weiter und ja, waren in der letzten Folge schon relativ produktiv, haben ja einiges mitnehmen können. Und ja, mehr gibt es hier auf der Insel jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Ja, das ist die Frage. Fangen wir wieder ganz vorne an. In der Hoffnung, dass wir jetzt... Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Da die Kanöne. Da, ist, da kommen wir immer noch nicht rein. Es ist die... Ja. Es hängt sogar geschlossen dran. Ich fasse es nicht. So, die können wir wahrscheinlich auch nicht öffnen. Ist geschlossen. Ja. Ach, Manu. Moment, habe ich jetzt hier eigentlich schon was, was ich... Kleine Blumenstein, Girlande, Rübe, Blätterstapel, Flugblatt, Teilnahmebescheinigung. Gucken wir uns die mal an. Das Flugblatt von Captain Kate. Hier hat sie ihr Haar offen. Ja, und das Feuerholz. Warte mal, wo... Wo ist eigentlich... Moment, habe ich das jetzt geträumt? Flugblatt-Teilnahmebescheinigung. Hatten wir nicht irgendwie irgendwo einen Essensgutschein? Wo ist der? Moment. Hey, Mr. Käse. Mr. Threepwood. Warte mal. Um ehrlich zu sein, habe ich immer noch nicht verstanden, was ich tun muss. Ich brauche Ihre Hilfe, um einen Kunden davon zu überzeugen, hierher zu kommen. Wie läuft das Geschäft? Gibt es noch andere Möglichkeiten, Sie davon zu überzeugen, mit dem Schiff zu helfen? Ich denke, Sie sind ein besserer Navigator als Barkeeper. Was haben Sie seit unserer letzten Abenteuer gemacht? Aber haben Sie einen Laden für die gebrauchte Särge? Ich gehe jetzt unseren unsterblichen Dämonenpiraten. Ja, da habt ihr auch geschrieben, hoffentlich sehen wir Murray wieder. Da hoffe ich auch sehr, dass wir den toten Kopfschädel Murray wieder auch irgendwo wiederfinden. Ich brauche Ihre Hilfe, um meinen Kunden davon zu überzeugen, hierher zu kommen. Was hatte er für eine Stimme? Wobei, kann ich behilflich sein? Ich kann Wally, den Kartenzeichner, der außerordentlich gut erzogen ist, nicht überzeugen. Ich bekomme William, den Schweizer, nicht weg. Ich kann die zynische Kate Capsize nicht überreden. Genau. Ah, was hatte er für eine Stimme? Ich kann Wally, den Kartenzeichner, der außerordentlich gut erzogen ist, nicht überzeugen. Arr, für mich sieht das wie der klassische Weichei-Typ aus, der dringt, um sein Pech zu vergessen. Großartig. Wie ich ihn kenne, wird er noch viele Missgeschicke haben, auf denen man herumhaken kann. Zögern Sie Ihre Begeisterung, Mr. Threepwood. Wally ist nur wegen des Kartenzeichnerwettbewerbs hier. Ich meine dieses wunderbare Zeug. Na und? Um ehrlich zu sein, denke ich, dass er nur am Wettbewerb teilnimmt, um mit seinem Gewinn die Jurorin Capsize zu beeindrucken. Natürlich. Wenn jemand Wally beim Wettbewerb besiegt, würde er Zuflucht in einem guten Becher Grog suchen. Ei, und das klingt für mich nachvollziehbar. Ach, jetzt ist einfach nur die Hilfestellung, ja. Ich bekomme William, den Schweizer, nicht weg. Wenn der bärtige Mann, der in der Nähe des großen Baumes lebt... Ah, ich habe sogar gehört, dass ein schrecklicher Fluch ihn dazu zwingt, dort zu bleiben. Bis der Baum tot und morsch ist. Aber so lange kann ich nicht warten. Nun, vielleicht könnte ihn jemand davon überzeugen, dass der Baum tot ist. Nein, das ist eine wirklich verrückte Idee, oder nicht? Natürlich. Sie wissen schon, lassen Sie ihn glauben, dass der Mammutbaum das Ende seiner Tage erreicht hat. Kaputt. The end. Finito. Ah, wir sind uns beide einig, dass das eine verrückte Idee ist. Richtig. Ich werde mir einen Plan ausdenken. Bravo. Sie müssen Ihre Gehirn unter diesen modischen Zopf schon anstrengen. Ich bekomme William... Nein, das ist schon wieder... Ah, man kann es nicht abhaken. Nein. Ja, okay, den Rest brauche ich nicht mehr. Also, das... ja, ich will weg. Aber die Frage ist, wo ist dieser vermaledeite Gutschein?
Teilnahmebescheinigung, Flugblatt, Blätterstapel, Rübe, Girlande, Stein, kleine Blumen. Wie komme ich denn jetzt an diesen formalisierten Pudding? Hallo? Moment. Wie läuft das Geschäft, dieser Mönche, Sie davon zu überzeugen? Ich denke, das ist ein besserer Navigator als Buggy. Was haben Sie in der letzten Zeit? Also da steht nichts davon. Ich hatte das doch nicht geträumt, dass wir diesen Gutschein bekommen haben, oder? Das. Flaschensammlung da oben. Oh, was haben wir denn da? Fässer. Europäische Weinfässer. Wow. Wir Piraten haben einen Sommelier-Geschmackssinn. Wir neigen dazu, ihn zu verlieren, wenn wir anfangen, destillierte Spirituosen in Badewannen zu trinken. La la le la lu. So, oder auch nicht. Blood Island übrigens. Vielen lieben Dank. Ihr habt es mir auch schon in die Kommentare geschrieben. Und, er legt den Wallys Feder. Das sehe ich ja jetzt erst. Wenn er zu Kate rüberschaut. Ihr habt es mir auch in die Kommentare geschrieben. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Klappt das, was wir in... Es klappt! Hast du zufällig meinen Stift genommen? Also, hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Du hättest du vorher sagen sollen, bevor du meinen Stift geklaut hast, um mich abzulenken. Bitte, es war ein harter Tag. Können wir es dieses Mal einfach so lassen? Nein, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Komm schon, sei nicht so streng. Du weißt, dass ich ihn sowieso irgendwie gestohlen hätte. Natürlich hättest du das, verdammt! Behalt ihn, aber spiel mir heute keine weiteren Streiche. Ich werde darüber nachdenken. Okay. Das ist das gleiche wie in Monkey Island 2 mit dem Monokel. So, aber was mache ich jetzt damit? Zum Schiff können wir nicht zurück. Ja, bleibt ja nur noch der große Baum. Tatsächlich die Schreibfeder. Darauf steht Eigentum von Wally B. Feet. Bitte nicht stehlen. Mr. Threepwood. Oh nein! Ich Idiot! Ich hab's in der letzten, vorletzten Folge sogar noch gesagt. Das ist ja das gleiche Inventar wie bei Monkey Island 3. Ah, guck mal hier oben. Ich Trottel, ich Idiot. Da ist der Essensgutschein. Ah! Bejor, das ist die Maske. Ja, also... Es war ein langer, harter Tag, Freunde. Bitte. So, was machen wir jetzt mit der Feder? Kann ich die benutzen? Ich habe keine Zeit, im Tagebuch zu schreiben. Nein, aber... Ah, doch so. Aha. Ich habe das gleiche wie Wally gemacht. Das heißt, ich habe Karten auf diese Zettel gekritzelt. Wenn ich sie zu einem langen Blatt zusammenfügen könnte, hätte ich eine Karte, die genauso lang ist wie seine, aber sicherlich weniger präzise. Außerdem habe ich eine Insel mit einem Nacho-Käse-Teich hinzugefügt, so ganz nebenbei. Moment mal, was ist denn mit dem klebrigen Pudding? Moment, ich brauche einen klebrigen Pudding. Ah, jetzt bin ich schon wieder hier vorne. Warte mal, kann ich den Gutschein auch selber einlösen? Nein. Was wollen Sie? Ich habe schon so in einer Uhr. Das war gedacht, um neue Kunden anzulocken. Wissen Sie, ich dachte, dass ich Ihnen mit vollem Magen besser helfen kann. Okay. Wir haben Sie es. Ja! Dieses Frühstück sieht aus, als hätte es jemand aus Resten, die er im Müll gefunden hat, gemacht und wäre anschließend... Was? Und wäre anschließend darauf herumgetreten. Oh nein, das ist die Gnadisios-Käse, präsentierte Crema Catalana. Ein altes Familienrezept. Ah, Familienrezept. Mhm. Und Sie nennen es Crema Catalana, obwohl es ganz offensichtlich ein klebriger, ungenießbarer Pudding ist. Genau, genommen sollte ich Sie warnen. Es kann sein, dass Sie nach dem Probieren ein wenig Mühe haben werden, den Mund zu öffnen. Ich erinnere mich an ein paar ehemalige Kunden, deren Kiefer verschlossen blieb. Tatsächlich habe ich ihn an überaus rauen Abenden jemandem angeboten.
Ja, ich habe sogar diese langweiligen Loom-TM-Vertreter zum Schweigen gebracht. Es sieht so aus, als ob dieser kleine, klebrige Brei zu allem zu gebrauchen ist, nur nicht als Dessert. Kann man das? Ja! Ich habe die Ränder jeder einzelnen Blätter aneinander geklebt. Jetzt habe ich ein sehr langes Papyrus. Ich werde ein paar leere Blätter aufheben. Bekritzelte Schriftroller aus Blättern. So, jetzt brauchen wir noch das Band. Sie muss ja gerollt sein. Ich habe die Luftschlange als Band benutzt, um meine Megakarte zusammenzurollen. Brauche ich sonst noch was? Nee, oder? Komm, wir versuchen es doch jetzt direkt mal bei Wall-E. Wall-E, ich hab da was. Ich habe auf dich gewartet, Wall-E Befeat. Endlich treffen wir uns wieder. Der Kreis schließt sich. Als ich dich verließ, war ich nur der Kartografen-Lehrling. Jetzt bin ich der Meister. Hier ist meine Karte. Wow, sie haben wirklich eine reguläre Karte vorgelegt. Eine fürchterliche Karte, aber regular. An ihrem sarkastischen Gesichtsausdruck kann ich erkennen, dass sie von Jurorin Kate für den Wettbewerb zugelassen wurden. Sollen wir es hier hinter uns bringen? Kurze Zeit später. Oh Gott. Als gewählte Jurorin der Stadt Booty Island von dem Booty-Konsortium der lokalen Tourismusinformationen, von der Gesellschaft der Sangria-Überlebenden und von der lustigen Pfadfinder-Kulturvereinigung ist es mir eine Freude, hier zu sein und diesen Wettbewerb zu richten. Stell mich vor, Schatz. Was? Sie, diese Veranstaltung zur Freude von Kindern und Familien wird gesponsert von Massenvernichtungswaffen und Kenny Falmouth Schlachterwaffen. Als ob ich mich nicht schon genug für dieses Zeug schämen würde. Ich denke, es ist an der Zeit, die Kandidaten vorzustellen, mein Blutterblümchen, Blütenbärchen, Herrgott. Darf ich dich Blütenbärchen nennen? Sag es noch einmal und ich werde dich... Also, stellen wir dem Publikum die Kandidaten des heutigen Abends vor, das verständlicherweise nirgends zu sehen ist, da es Besseres zu tun hat, als heute Abend hier zu sein. Beginnen wir mit dem Herausforderer, Mr. Langweilus Maximus der Dritte, man nennt mich der Meister der Monographie, der eine, der einzige Captain Kartographie. Ja, genau. Der eine, der einzige Captain Kartographie. Niemand sonst würde so genannt werden wollen, ganz sicher. Zu schade, dass ich weiß, dass dein richtiger Name Guybrush Threepwood ist. Und zu schade, dass ich kein Spielchen mag. Möchtest du als Herausforderer dem amtierenden Champion etwas sagen? Ich gebe dir immer noch die Chance zu kapitulieren, bevor du meiner Fähigkeiten erliegst. Gib mir den Schatz und ich lasse dich leben. Du bist bereits tot. Swish, swish. Oh, ich gebe dir immer noch die Chance zu kapitulieren, bevor du meinen Fähigkeiten erliegst. Ihren Fähigkeiten? Ich erinnere mich noch daran, wie sie wimmern zu mir gekommen sind. Weil sie dachten, dass ihr Schatz auf der Insel Inki und nicht auf der Insel Dinki liegt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das warst. Trotzdem, sie sind zu meinem Kurs gekommen und haben wie ein kleines, ich erinnere mich noch an ihre Worte, als sie mich um Hilfe baten. Wall-E, hab Erbarmen. Ich kann mit dieser Ignoranz nicht mehr leben. Du bist so ein Lügner. Ich frage mich, wer dir das beigebracht hat. Diese Auseinandersetzung wird nur enden, wenn einer von uns ins Gras beißt. Das stimmt nicht. Dieser Kampf wird enden, wenn Jurorin Kate entschieden hat, wer die beste Karte gezeichnet hat. Haben Sie die Regeln nicht gelesen? Gab es irgendwo eine schriftliche Fassung? Vielleicht habe ich einige Passagen übersehen. Niemand wird hier ins Gras beißen. Nicht mal in ein paar Grashalme? Ich bin enttäuscht. Nun, da wir mit Formalitäten fertig sind und ich es geschafft habe, diese Scharade auszuhalten, ohne den Drang, euch zu erschießen, können wir anfangen. Wall-E, es sieht so aus, als ob deine Karte bereit ist, ausgewertet zu werden. Warum beschreibst du sie nicht?
Mit Freude. Es ist eine Repräsentation der gesamten bekannten Karibik vom Dreiinselgebiet bis zum Golf von Melange. Hier kann man die Azurbiane See und die Kolonie, natürlich darf auch die See der Diebe nicht fehlen und die Grand Line, die man hier sehen kann. Dies ist die Insel, die auf Captain Flints Karte markiert wurde und das ist die Isla Matacreos. Hier kann man die Route sehen, die von John Chandonnet verfolgt wurde und hier ist das Schiff von Captain Bellamy gesunken. Wow, so viele Referenzen, dass ich sie gar nicht alle aufzählen kann. Das ist die umfassendste und detailreichste Karte, die weltweit im Umlauf ist. Oh, bist du fertig? Tut mir leid, ich habe an etwas anderes gedacht. Spannend. Threepwood, stell uns dein Projekt vor. Was ist das? Nun, ich dachte, dass Länge wichtiger ist als Qualität. Ich wollte mit dem klassischen Kartenkonzept brechen und eine persönliche Idee präsentieren. Ich wusste nicht mehr, wie lang eine Legierung war. Deswegen dachte ich mir, nun, es ist ein bisschen seltsam, weil ich es von meinem Familienhund zeichnen musste. In der Fairness der Jurorin gegenüber, ich habe ein paar Papierschnipsen zusammengeklebt und darauf... Nein, bist du wahnsinnig. Genau. Ich wollte mit dem klassischen Kartenkonzept brechen und eine persönliche Idee präsentieren. Dem klassischen Kartenkonzept? Meinen Sie den, der nützlich zur verdammten Navigation ist? Ja, ich habe die erste nutzlose und dekadente Karte präsentiert. Sie ist komplett nutzlos. Aber sie ist schön anzusehen und Nerds würden einen Haufen Goldstücke ausgeben, nur um es in einer luftdichten Plastiktüte aufzubewahren. Es ist Gesprächsstoff und ein Sammlerstück. Das ist eine dumme Idee. Niemand würde gefälschte Karten kaufen. Und ich bin sicher, Jurorin Kate wird mir zustimmen. Ah, Threepwood gewinnt den Wettbewerb. Wie? Er hat recht, dass akkurate Karten nicht mehr benötigt werden. Inzwischen hat jeder einen Navigator auf dem Schiff. Sie stellen ein und der kümmert sich um alles. Ich kenne einen namens Kogo Mapzo. Er macht das, obwohl er ein sehr teures Schiff zum Leben haben möchte und über alles auf dem Laufenden sein will. Aber ich habe es so entschieden. Gabriel Threepwood gewinnt den Wettbewerb. Yippie, Papierkraft. Es ist unmöglich. Als Jurorin des Wettbewerbs ernenne ich Gabriel Threepwood zum Großkartograf der neuen Welt und Ritter des Dreiinselareals. Ich weigere mich zu glauben, dass es so... Zu schade, Wally. Du hast mir eine Menge versprochen. Du hast gesagt, du würdest dich als Champion beweisen, um mich zu beeindrucken. Stattdessen hast du dich als Idiot erwiesen. Ich gebe zu, dass ich mich fast für dich interessiert hätte. Ich dachte wirklich, dass du ein paar Qualitäten hättest. Hey! Ich denke, es ist das Beste, wenn wir Freunde bleiben, Wally. Tatsächlich nicht einmal das. Tja, dann musst du eben dorthin zurückkehren, wo du hergekommen bist und dir ein Leben ohne mich aufbauen. Ich kann es nicht glauben. Ich habe mich bei Jurorin Kate lächerlich gemacht. Ich habe jede Chance verspielt, sie zu beeindrucken. Ich sehe, dass du es verstanden hast. Dies ist ein guter Tag. Guybrush, du als Gewinner, möchtest du zum Abschluss dieses spannenden Wettbewerbs etwas sagen? Deine Schreckensherrschaft ist vorbei, Wally. Wie mein Münzautomat zu sagen pflegt, Gewinner nehmen keine Drogen. Gewinner betrügen nie und Betrüger gewinnen nie. Wenn ich mich ändern... Wenn ich mich ändern kann und Wally sich ändern kann, dann kann sich jeder ändern. Okay, die Wahrheit ist, ich bin ein... Ich war stolz darauf, für Sputtwegbewerb zu gewinnen. Deine Schreckensherrschaft ist vorbei, Wally. Kurze Zeit später. Nun, Wally, es tut mir leid, dass es schlecht ausgegangen ist. Ich weiß, dass es hart ist, aber ich denke, ein gesunder Drink an der Bar sollte dich aufmuntern. Stimmt's, Wally? Wally? Oh, Junge. Wally! Muss ich den jetzt dahin tragen, oder was? Hey, Wally, Wally! Armer Kerl, die Niederlage hat ihn wirklich gebrochen. Es ist meine Pflicht als Freund, ihm wieder auf die Beine zu helfen. Ja, aber... Soll ich ihm jetzt das hier geben, oder was? Besser nicht. Okay. Ja, aber wie kriege ich jetzt Kate dazu, in die Kneipe zu gehen? Wally hat die Niederlage wirklich verletzt. Es tut mir fast leid.
Sag ihm, er kann auf mein Glasbodenboot mitfahren, um sich zu trösten. Wow, wirklich? Ja, aber nur, weil ich mich schuldig fühle. Und das passt nicht zu mir. Tatsächlich berechne ich ihm sogar 40% mehr. Sag ihm auch, dass ich keine Kredite annehme und er Bargeld mitbringen soll. Da, jetzt erkenne ich mich wieder. Was machst du hier? Mach dich diese ganze Arbeit nicht durstig? Gibt es keinen Weg, seinen Habern zu bekommen? Weißt du, wie man an der Party in der Villa... Ah, guck mal hier. Weißt du, wie man an der Party in der Villa teilnehmen kann? Ich mochte diese Dinge noch nie. Dazu kommt, ich hasse Masken. Manchmal hasse ich diese lustige Insel, lausige Insel. Man trifft Menschen, die das ganze Jahr über die Masken herumlaufen. Wie kannst du Freude daran finden, wenn du nicht einmal die leiseste Ahnung hast, mit wem du sprichst? Man kann Menschen immer an ihrer Stimme erkennen. Ich bin nicht gut in diesen Dingen, schon seit ich klein war. Stell dir vor, ich war überzeugt davon, dass ich einen Besuch vom Weihnachtsmann hatte. Aber ich fand später heraus, dass es mein Onkel in einer Verkleidung gewesen ist. Das hätte ich besser wissen müssen. Der Weihnachtsmann riecht nicht nach Cognac und trägt keine Unterwäsche über seiner Hose. Nun, es passiert vielen Kindern, enttäuscht zu werden, wenn... Das geschah letztes Jahr. Oh. Okay. Ich habe noch zu tun. So, wie kriege ich Wally jetzt da rein? Oder ist das jetzt raus rein die Taktik und er ist jetzt hier drin? Was war das denn jetzt? Und, sitzt da? Nein, er sitzt hier nicht. Muss ich jetzt nochmal mit ihm reden? Hey, Mr. Käse. Hallo, Mr. Flipwood. Um ehrlich zu sein, gibt es Möglichkeiten, ein Schiff? Ich denke, Navigator. Nö. Okay, wie kriege ich ihn jetzt hier in die Bar? Ich dachte, nachdem er verloren hat, dass er dann automatisch in die Bar geht. Aber dem ist nicht so. Wo will er hin? Ich habe hier unten geklickt. Was ist, wenn wir die anziehen? Reden müssen? Benutzen müssen? Nicht hier. Ist der eigentlich leer? Er sieht aus wie einer dieser Antihorizont-Kochbecher. Okay. Tja. Ja gut, Freunde. Auch wenn wir jetzt den Wettbewerb gewonnen haben, ich muss noch rausfinden, wie ich Wally in die Kneipe kriege. Ja, und ich würde sagen, die Zeit ist erreicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann hoffentlich mit mehr Erfolgen als in dieser. Macht es gut, bis dann. NRW über 18. Adieu.